Kein Lebenszeichen. Weiß Gott, was das war. Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich geb dir Saures. Ist da jemand? Was war das? Muss mich getäuscht haben. Heinrich, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Wie behagt dir das Leben in Ratai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Lebe wohl. Ja. Yeah.
Gott sei mit dir, Heinrich. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich habe die Sachen überbracht. Ich weiß, ich weiß. Meine Spitzel waren emsig. Sie hat die Kette heute Morgen getragen, wie im Brief erbeten. Also wird es ein Rendezvous geben? Natürlich nicht. Ich will nicht über sie herfallen wie ein Wildschwein in der Brunftzeit. Ihre Gefühle müssen langsam heranreifen. Bis dahin besorgst du einen Trank. Ich dachte, du gibst nichts auf Hexengebräue. Pah, Hexengebräu. Das ist ein altbewährtes und erprobtes Elixier namens Duft der Unwiderstehlichkeit. Ein Kerl in Sasau bietet es feil und garantiert für seine Wirkung. Duft der Unwiderstehlichkeit? Klingt verführerisch. Wohlan, ich beschaffe das Elixier. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du ein paar Groschen. Lebe wohl. Sieh an, wen haben wir denn da? Ah, der verlorene Sohn. Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Lass mich raten, du hast es geträumt. Diese Frage musste ja kommen. Ich hingegen hatte eine Vision. Und zwar, dass ich dich nächstes Mal nicht aus der Scheiße ziehen werde. Oh, ich... Tut mir leid. Aber solche Dinge geschehen nun einmal, um uns auf die Probe zu stellen. Soll ich dich mal auf die Probe stellen? Wie ich hörte, weißt du etwas über einen Trank, der unwiderstehlich macht. Ah, gewiss doch. Der Duft der Unwiderstehlichkeit. Nach einer uralten Rezeptur. Moses hat sie einst benutzt. Moses? Was glaubst du denn, wie er sein Volk dazu gebracht hat, ihm 40 lange Jahre durch die Wüste zu folgen? Ein äußerst wirksamer Trank. Oh, scheint fast so. Wie viel willst du für das Rezept? Für wen hältst du mich? Das Wissen unserer Ahnen verschabelt man nicht einfach auf dem Marktplatz. Hat Jesus seine Wunder zu Geld gemacht? Aber sei's drum. Was hältst du hiervon? Was? So viel? Halsabschneider. Wie heißt es so schön in der Bibel? Eine linde Antwort stillt den Zorn. Ich kann das Elixier für dich zusammenmischen, wenn du mir einen Gefallen tust. Schon wieder? Spricht man in diesem Ton mit seinem Herrn und Meister? Schäm dich. Bitte verzeih, Meister. Mein Wissensdurst hat mich aus der Fassung gebracht. Ich habe Verständnis für deine Ungeduld, aber der Weg zur Weisheit ist steinig. Und führt zum Fenster hinaus. Was das Rezept betrifft. Ja, willst du es kaufen? Ja, ich brauche es dringend. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, du wirst mehr als zufrieden sein. Es ist nicht für mich. Gott sei Dank. Hallo Heinrich.
geht es dir, Heinrich? Ich kann einfach nicht. Nicht schlafen. Ja. Der erste Wettstreiter ist...
Ja. Gott sei mit dir, Heinrich. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich habe den Trank von diesem Scharlatan. Was, Scharlatan? Er ist ein Medikus, der den Papst höchst selbst von Impotenz befreit hat. Nichtsdestotrotz gebührt dir mein Dank, Heinrich. Sobald ich ihn getrunken habe, liegt mir jede Frau zu Füßen. Obschon mich nur eine Frau interessiert. Das anmutigste Geschöpf auf Gottes Erden. Die Tochter des Fleischers, ich weiß. Und was dann? Ein Rendezvous. Sie und ich im Schutze der Nacht. Und du wirst der Herold meiner süßen Worte sein. Du wirst dich verstecken und mir Gedichte einsagen. Ich werde was? Hier ist ein Gedichtband. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Lerne ein paar Gedichte auswendig, damit du mir einsagen kannst. Gedichte lernen? Ich? Das klingt, nun ja, nicht ganz nah. Nicht zaudern, sondern frisch ans Werk. Komm in ein paar Stunden wieder zu mir. Ich muss mich anständig herausputzen und warten, bis die Wirkung des Tranks einsetzt. Gott sei mit dir. Bier, wie üblich. Was dein Abenteuer betrifft. Heinrich, du hörst mir nicht im geringsten zu. Du solltest am Abend kommen. Am Abend. Mach's gut. Bereit, Herr Hans? Heinrich, etwas ist schiefgegangen. Mach auf! Ich unterhalte mich nicht mit der Tür. Der Trank hat komisch geschmeckt und jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich was im Gesicht.
Wie sehe ich aus? Das bildest du dir nur ein, Herr. Du bist ansehnlich wie eh und je, mindestens. Aber ich fühle mich so, als hätte ich in Brennnesseln gebadet. Du bist nur rot im Gesicht vor Aufregung. Das geht vorüber. Wenn du meinst. Was denkst du? Können wir zum Rendezvous aufbrechen? Alsbald. Carolina wird dir nicht widerstehen können. So sei es. Dem Herzen nach. Und du, Heinrich, folgst mir. Was in Gottes Namen machst du? Ich komme zu spät zum Rendezvous. Sag mal, Heinrich, wie viele Mädchen hattest du schon? Wenn du überhaupt eines hattest. Ein paar, aber mit dir kann ich gewiss nicht mithalten. Fürwahr. Eines Tages wird man über meine Liebesabenteuer schreiben. Komödien oder Tragödien? Hängt ganz davon ab, wie es heute läuft. In dem Haus hier wohnt übrigens auch eine sehr hübsche Maid. Aber sie hat schon einen Verehrer. Als ob ich das je gestört hätte. Oh doch, seit mich der Kerl kopfüber in einen Misthaufen geworfen und dann ordentlich verprügelt hat. Beim Beschützen ihres Weibsvolks scheint deine zukünftigen Untertanen nicht einmal vor dir Halt zu machen. Hätte er mich erkannt, hätte er das nicht getan. Ich war, inkognito. Wir sind fast da. Du versteckst dich hinter einem Grabstein oder im Gebüsch und rührst dich nicht vom Fleck, damit du sie nicht verschreckst. Versteck dich! Das Abenteuer beginnt. Woher weißt du, dass sie herauskommt und nicht jemand anderes? Sie hat den Brief und die Kette erhalten, oder? Sie weiß, dass ihr heimlicher Verehrer kommt. Und was ist meine Aufgabe? Na was wohl, du Narr? Du sagst mir aus dem Gedichtband ein. Das
Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Dein glühender Verehrer, holde Maid. Aha. Und hast du einen Namen? Was ist ein Name? Was wir Rose nennen würde unter jedem anderen Namen. So lieblich riechen, oder nicht? Los, Heinrich. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Leben und doch Leiden, Not, ist wie eine Nacht ohne Morgenrot. Wie nah zu sein und nichts zu sagen, wie Frost an Maientagen. Leben und doch meiden, Kot ist wie eine Nacht ohne Morgenrot. Wie nah zu sein und nichts zu tragen, wie Frost an Feiertagen. Nein! Wie Lippen zu haben, die nicht küssen, und Korn beim Faulen sehen zu müssen. Zu lieben und doch zu entbehren, ist wie ein Frühjahrsfeld ohne Ehren. Wie Titten zu haben und nicht küssen, und Korn beim Faulen zählen zu müssen. Zu lieben ohne zu entehren, ist wie Frühjahrsmeische ohne Gären. Psst! Was zum Teufel redest du da? Was hat da gezischt? Das war eine wilde Gans hier im Gebüsch. So ehre ich dich, Liebling mein, sollst stets an meiner Seite sein. Doch gehörst du nicht mehr mir allein, so muss sich unser Bund entzweien. So störe ich dich, Liebling mein, sollst stets an meiner Seite schreien. Doch gehörst du nicht mehr mir allein, so muss sich unser Hund entzweien. Herrgott, Heinrich, was für einen Unsinn gibst du da von dir? Ich? Du stammelst hier doch herum. Du bist komisch. Eine solch eigentümliche Poesie ist mir neu. Wo um alles in der Welt hast du das her? Aber in Frankreich gilt das doch als schick. Jetzt trittst du auch noch nach. Halt die Klappe und überlass das mir. Wie fandest du es, Liebste? Nun, es war, Mein Vater kommt, versteck dich! Wer redet da? Wenn das wieder ein Verehrer ist, werde ich ihn ausweiden. Ich habe niemanden gehört. Das klang du aber hören, wie was er direkt unter unserem Fenster. Ich habe ein ungutes Gefühl, Hans. Wir sollten... Bist du noch da? Ich bin hier, Geliebte. Wie könnte ich mich jemals von dir trennen? Vater kommt. Er wird dich umbringen. Wird er nicht. Denn er wird nicht ahnen, wo ich gleich sein werde. Heinrich, Zeit für meine Jagdtrophäe. Was auch passiert, halt mir den Rücken frei. Da bist du ja, du Lasterbalk. Jetzt wirst du sehen, wie ein Fleischer die Ehre seiner Tochter schützt. Verschaff mir Zeit. Was führst du im Schilde, du Lump? Warum schleichst du im Dunkeln um ein ehrbares Heim? Ich wollte am Grab meiner werten Urgroßmutter trauern. Ach ja? Und was machst du dann direkt unter meinem Fenster? Hä? Gegenfrage. Was trampelst du auf Urgroßmutters Grab herum, hm? Genug mit diesem Unfug. Noch ein Wort und es setzt was. Oh, was hast du hier zu suchen? Oh, meine Liebste. Häng fort oder ich rufe Vater. Liebste, wie kannst du so grausam sein? Hey, was war das? Was war was? Das Geräusch. Ich hab sicher was gehört. Hier auf dem Friedhof? Vielleicht ruhelose Geister, könnte es das sein? Ich könnte schwören, das kam vom Fenster meines Hauses. Und was hat das mit mir zu tun? Jemand stellt meiner Tochter nach. Ich komme raus und finde dich hier vor. Was für ein Zufall, nicht wahr? Nun sag schon die Wahrheit. Du irrst dich. Ich stelle deiner Tochter nicht nach. Und wenn sie auch nur ein bisschen nach dir kommt, bleibt das auch so. Du Verfluchter! Du kannst doch nicht einfach unaufgefordert hier reinklettern. Ma chérie, ich will dich beminnen. Dann beminne mich gefälligst vom Hof aus. Halte mich bloß nicht zum Narren. Ich hab doch was gehört. Was war das? Geht es dir gut? Offenbar hörst du Dinge, die andere nicht hören können. Bedenklich. Meinst du, ich höre Stimmen in meinem Kopf? Das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Auch die heilige Euphrosyne von Polatsk hat Stimmen gehört und dann sogar ein Kloster gegründet.
Hab auch Stimmen gehört. Zumindest klang es so. Aber beschwören würde ich's nicht. Hört mal zu. Ich stand die ganze Zeit hier und habe nichts gehört. Wollt ihr mich für dumm verkaufen? Dumm oder nicht? Was hast du unter dem Fenster meiner Tochter zu schaffen? Und wer hat mit ihr geredet? Es war nicht zu überhören. Guter Mann, im rüstigen Alter bildet man sich so manches ein. Ich habe lediglich für die Seelen der Verstorbenen hier auf dem Friedhof gebetet. Deine Tochter ist mir einerlei. Die Stimme klang anders als die deine. Aber wo ist der Kerl hin? Du musst ihn gesehen haben. Außer du deckst diesen Lump. Was? Liebst du mich nicht? Nein, ich sag's nicht nochmal. Raus jetzt! Kriege ich wenigstens einen Kuss? Raus, raus, raus! Ja, Sam, skutni hori, kodel nikufsin. Was zum Teufel soll das werden? Mir reißt der Geduldsfaden. Ja, Sam, skutni hori, kodel nikufsin. Gott, hör mit dem Gekrächze auf. Nakopetschku stala, plakala, plakala. Jesu, Jesu, Maria, volala, volala. Jesu, Jesu, Maria, Jesu, Jemine. Bodelituch la pets, nebune. Bodelituch la pets, nebune. Was zum Teufel? Gehen wir, Männer. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Bei Ruhestörung sind die Wachen nicht zimperlich. Verschwinden wir besser. Tauch noch einmal hier auf. Und ich werde deine Narretei aus dir herausprügeln. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie ist es mit Carolina gelaufen, Herr Hans? Es war ein Desaster, Heinrich. Ein Desaster. Wie das? Hat dein Vortrag sie nicht beeindruckt? Was für einen Mist hast du mir eingesagt? Carolina dachte, ich wäre ein niederträchtiger Einbrecher. Und dann wollte sie mir einfach nicht zuhören. Sie hat damit gedroht, ihren Vater zu rufen. Sei froh, dass ich ihn dir vom Hals gehalten habe. Gleich er jetzt denkt, ich wäre der Dorftrottel. Danke zumindest dafür. Auf jeden Fall hat mir Carolina einen Korb gegeben und ich muss wohl andernorts die Liebe meines Lebens finden. Wieder mit einem Liebesbrief? Liebesbrief am Arsch. Stell dir vor, die dumme Gans konnte nicht mal lesen. Ein Jammer, da ist dir glatt was entgangen. In der Tat. Hier ist der Brief, Heinrich. Lies ihn. Vielleicht wirst du mein literarisches Können zu würdigen wissen. Lies und lerne von einem Meister. Alles Gute.
почти играет. Сакра.